Hallo miteinander. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harveys Neue Augen. Textus 19 und wir haben hier gerade eine riesige Flasche Medizin bekommen. Ich weiss zwar noch nicht, für was wir die brauchen, aber ja. Bö. Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Ah, klar. Hm? Hatte die Flasche gerade gesprochen? Blöd. Gehen wir mal das Taschentuch im Goldgräber, dass er auch krank wird, vielleicht. Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte, könnte ich mir gleich ein Dutzend davon aus Elfenbein schnitzen lassen. Ja, Elfenbein-Nastüchli. Lässig. Ah, das sind wir noch gar noch nie gesehen auf dem Indianerfriedhof. Nur das Feuer. Okay. Huch! Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Ah, ah. Ja, was soll ich sagen? Ich bin eigentlich nicht tot. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Ah, Mann. Hätte es doch sollen wissen. Huch, sag du bitte. Ja. Ja, ich bin tot. Ah, nein. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Ja, okay, aber ich weiß schon mal etwas. Gut. Wir sind aber immer noch da am Alkohol auflösen. Ja, ich kann wirklich nichts mehr sonst machen. Jetzt, Der muss einfach seine Mine nochmal anschauen, dass wir dem folgen können, irgendwie. Das ist jetzt mit dem Donut gesprochen. Medizin. Und der Kaffee. Braucht der Medizin, Poker? Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Ah. Also leg etwas Geld auf den Tisch. Ich ziehe gerne an der Leine. Das ist der Coolste. Was, Dirkle? Was soll das doch nicht... Also... Ich ziehe gerne... Ja, keine Ahnung, ich gehe sonst mal wieder zurück. Ich kann mal umschauen. Wir müssen zu der Mine kommen. Wie kommen wir zu der Mine? Nichts zum Feuer machen. Wie kann ich diese Sammeldose kaputt machen? Um den Automaten zu benutzen und eine niedrig... Also, ich muss ein Geld haben für vielleicht den Flunder, den letzten Drink, keine Ahnung. Dort drinnen müssen wir Alkohol auflösen, dass wir ins Gefängnis verkarten können. Das könnte eher später kommen. Was wissen wir sonst noch? Valium? Keine Ahnung. Und die sind doch. Aha. Ich glaube, es muss da innen sein. Es muss da innen sein. Ja. Oogie-woogie. Boogie-woogie. Tasche durch mit Eiswürfel. Lilly war bereit. Sie brauchte jetzt nicht. Ah?
Sag mal, spinnst du denn? Dieser Kälte kann man sich schneller der Kälte einhandeln. Was? Ja. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Oh doch. Schau doch. Der Djinn macht... Mir ist nur eine Krank, bin ich nicht darum. Und dieses... auch euch nicht. Recht nicht. Ja. Da, schau mal, wie krank du bist. Oh, jetzt ist nämlich noch kränker, okay. Weil ich vorher reingeschnitzt habe, oder? Ja, was ist das? Schnell, die Medizin! Jetzt trinkt er sich selber. So. Endlich. Lecker. So schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Perfekt, ja. Was tust du denn da? Och, nö! Jetzt haben wir getrunken, hä? Okay. Hey, so ein Helm hatte ich auch mal im Fall. Hast du so zwei Bierflaschen reinstellen oder Dosen? Das war noch geil gewesen. Hat einfach nicht so geklappt, so ein 5-Euro-Helm. Alright. Dann dürfen wir jetzt das trinken. Ja, ist cool. Harry Power aktiviert! Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Ist alles cool. Was hast du denn? Hey. Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Waka waka. Grabbed coins. Ja, kann flundern. Lilly war platt. Eine Flunder. Lilly war platt. Ah, das ist wirklich ein Kugelfisch. Aber ich glaube, ich brauche die Karte gar nicht. Waka, waka, waka! Also, Polizia. Alkoholtest, ja. Und dann la carta. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Nice. Oh, Westernmusik. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich, die Karte. Lilly war gespannt. Was? Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Okay, schauen wir mal drauf. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Oh, danke, Spiel, danke. Ja.
Jetzt würde ich gerne wieder raus. Perfekt. Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lily war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Okay. Das Fahrrad war wie sein... ja, keine Ahnung, wie kommt man dann da raus wieder? Von hier aus, wie alles, was man nicht haben konnte. Eltern! Oh, was? Von hier aus sah die Pizza viel toller aus, wie alles, was man nicht haben konnte. Pizza, Freunde, Eltern. Oh. Hey, Typ. Ich bin hier. Was ist? Hast du schon genug? Das hättest du dir überlegen können. Ach, herrje. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schweizer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Voll easy. Was? Ah, du geschissiges Viech. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Ah, oh, du schießt nichts viel. Tja, dann kann ich dich, man kann mir einiges nachsagen, ab. Ja, wenigstens bleibst du da, du Harvey. Harvey's Char. Was? Oh, okay. Das Waldknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Woogie, woogie. Boogie. 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 So, neue Dimension. Justitia. Lily hatte sich oft über die Gerechtigkeit im Kloster gewundert. Na, Lily. Bist du etwa rau? Schöne Stimme. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Was? Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Oh man, wieder das Rätsel. Ein Tutorial? Hier ist eure Logik gefragt. Setzt Justitias Aussagen in Relation. Keine Ahnung. Weisheit, Wahrheit. Ja. Das böse ist Weisheit logisch. Ist böse Wahrheit. Was ist jetzt passiert? Da hat es das rechts genommen. Warte jetzt. Gott ist gut und wahrhaftig rechts. Was machst du denn da? Daraus lässt sich gar nichts ableiten. Probier was anderes. Ah, man. Fangen wir nochmal so an.
Was machst du denn da? Nein, darum lässt sich das nicht. Was hat er denn vorher gehabt? Gut und Weisheit. Ja, das ist logisch. Was nehmen wir da? Böse Weisheit. Was machst du denn da? Darum lässt sich probieren. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, ohne Scheiß. Kann man skippen? Nein, ich habe wirklich so Zeug, so Rätsel böcke ich einfach nie. Ich halte mich zwar für einigermaßen intelligent, aber so Zeug. Ich weiß nicht, auf was es rauswählt. Wie muss ich das jetzt lösen, weißt du? Gut und wahrhaftig. Er lügt. Was machst du denn? Warum lässt du es probieren? Was an? Böse. Gut und wahrhaftig. Gut Weisheit. Das ist logisch. Böse Weisheit. Lüge böse. Lüge Weisheit. Ja, das ist logisch. Hoffentlich bringe ich das am Schluss wieder zusammen. Was ist jetzt das Letzte? Was ist das? Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, Wahrheit das ich sehen böse wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Was? Warum skippt das? Na also, Lügen sind... Was? Böse Lügen Weisheit, sind gut? Lüge böse, aber, Lüge Weisheit. Aber das kann Lüge doch nicht sein. Lüge gut. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Keine Ahnung, was von mir will. Echt nicht. Wenn ihr es begriffen habt, sagen Sie mir bitte. Justitia macht Selbstmord. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Tipptopp. Und wir zusammen haben das weiteres Video abgeschlossen. Pinocchio, hey! Jetzt habe ich so viele Brauch, bis ich erkannt habe. Ja, ja, such es gern. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Peace.